Gestern Abend haben die Entwickler einen großen Livestream zum neuen traumhaftes InDesign Gameplay Pack veranstaltet, den ich euch in diesem Video zusammenfassen möchte. Viel Spaß beim Ansehen! Bevor wir aber mit der eigentlichen Pack-Zusammenfassung beginnen, haben die Entwickler im Ersteller einen Sim-Modus endlich die neuen Abneigungen sowie Vorlieben vorgestellt, die mitsamt den neuen Haarfarben am Donnerstag um 19 Uhr per Gratis-Update veröffentlicht werden. So kann man mit dem Update aus 11 verschiedenen Farben, der Musik und Fähigkeiten für den jeweiligen Sim wählen, sowie, wenn man das neue Gameplay-Pack installiert hat, den Einrichtungsstil bestimmen. Es kann für jede Option einzeln bestimmt werden, ob der Sim diese eher mag oder nicht mag. So liebt Patina in diesem Beispiel Elektronik und Hip-Hop, hasst aber dafür Kindermusik. Wenn Sims Interaktionen ausführen, die mit der verhassten Fähigkeit zu tun haben, erhalten diese ebenfalls die passende Emotion. Die Animationen beim Tanzen zur verhassten Musik sind ebenfalls witzig, Sims können aber auch beispielsweise nach ihrer Lieblingsfarbe gefragt werden. Manchmal ploppen auch neue Dialogboxen beim Interagieren mit bestimmten Fähigkeiten auf, ob der eigene Sim diese eher mag oder nicht mag. So kann man auch während dem Spielen mehr Vorlieben und Abneigungen ansammeln. Jetzt aber zum eigentlichen Gameplay. Hier seht ihr die neuen Auftragstypen der Innenarchitektenkarriere. Von diesen gibt es insgesamt 52 verschiedene, welche in mehrere Kategorien aufgeteilt sind. Es gibt Aufträge, bei denen ihr nur einzelne Räume umgestalten sollt und keine Wände verändern könnt. Dann könnt ihr Aufträge annehmen, bei denen ihr einen neuen Raum gestalten oder aber ein ganzes Stockwerk hinzufügen oder renovieren sollt. Aufträge haben ebenfalls feste Start- und Endpunkte. Nachdem ihr den entsprechenden Auftrag angenommen habt, solltet ihr zuerst den Sim nach seinen Wünschen und Gedanken befragen. Dieser Schritt ist laut der Benutzeroberfläche optional, hilft allerdings sehr, um die letztendliche Zufriedenheit zu erhöhen. Je nachdem, wie weit euer Sim im Beruf ist, könnt ihr mehr über seine Vorlieben oder Abneigungen herausfinden. Es ist ebenfalls möglich, in diesem Schritt ein paar Vorher-Fotos aufzunehmen. Dabei könnt ihr euch ab sofort ebenfalls frei im Raum des Sims bewegen. Jetzt solltet ihr in den Baumodus wechseln und mit den Anpassungen anfangen. Auch hier seht ihr den Arbeitsauftrag mit den Vorlieben und Abneigungen des Kunden sowie den Einschränkungen. Per Klick auf eine Option landet ihr in der passenden Baumodus-Kategorie. Nachdem ihr fertig seid, könnt ihr ein paar Nachher-Bilder festlegen, die bei der Enthüllung für den Kunden in einer kleinen Präsentation abgespielt werden. Auch im Baumodus wurden ein paar Highlights gezeigt, unter anderem wissen wir jetzt, wie sich hier die Sofas platzieren lassen. Es gibt zwei verschiedene Versionen, einmal ein normales Sofa, bei dem man aus 8 verschiedenen Teilen, ähnlich wie bei den Theken, wählen kann. Die andere Variante beinhaltet dann 4 Versionen der etwas längeren Sofastücke, die dann ähnlich wie die Liegestühle funktionieren. Weiter haben wir einen Überblick über die neuen modularen Möbel bekommen, die man ganz einfach durch eine Suche im Sims 4 Baumodus finden kann. Hier stehen insgesamt 37 kompatible Möbelstücke zur Auswahl, die sich perfekt zusammenstecken lassen. Auch kleben die Objekte zusammen, sobald man mehrere aneinander platziert. Das macht es etwas einfacher, eine ganze Einheit zu verschieben. Für alle Spieler, die gerne neue Küchen entwerfen, gibt es ebenfalls gute Neuigkeiten. Gleich 2 neue Thekenstile, die es jeweils auch als Inseltheke gibt, wurden hinzugefügt. Die Möbel sind laut den Entwicklern am skandinavischen Stil angelehnt und es wurde darauf geachtet, dass alle diese Objekte vom Stil gut zusammenpassen. Hier seht ihr eine Übersicht aller neuen Objekte, Optionen zum Bauen sind hier allerdings nicht dabei. Der Ersteller eines Sim-Modus hat nicht wirklich viele spannende, unvorhersehbare Objekte zu bieten. Im Hintergrund seht ihr ebenfalls ein paar neue Objekte. Die Entwickler beschreiben den Stil hier als eine Mischung aus zurückhaltend und auffällig bunt. Pastellige Farben und Blumenmuster gehören hier zum Hauptthema. Eine weitere gute Sache, einige der neuen Frisuren gibt es ebenfalls wieder für Kinder und Kleinkinder. Was denkt ihr über das kommende Update sowie das neue Gameplay-Pack? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.